Hallo Leute, willkommen zu Pokémon Ranger. Finsternis über... Wie heißt das Spiel? Finsternis über was nochmal? Das war, glaube ich, der Name dieser Region. Finsternis über Kanto? Jod? Höhen? Sinnoh? Einer? Carlos? Alola? Fiore? Galar? Ah nein, Almia, genau das war's, ja. Ja, willkommen zurück zu Finsternis über Almia. Ja, Projekt Lumino hat gestartet. Ne? Siva und Volaras sind mit der Blaugemme und der Rotgemme auf dem Weg zum Dunkelkristall, um den schon mal stark zu schwächen. Ich kann dieses herumsitzen und warte nicht ertragen. Ihr seht etwas enttäuscht aus, ihr Lieben. Ich nehme an, ihr fühlt euch außen vorgelassen, habe ich recht. Nun betrachtet es einmal aus unserer Perspektive. Wir können nicht jeden zum Einsatzziel lossprechen lassen. Dann wäre das hier keine Operation mehr. Nein, es wäre nichts weiter als ein Wettlauf zwischen unseren Top-Rangern. Ihr werdet mit Sicherheit noch Gelegenheit erhalten, euren Wert zu beweisen. Bis dahin bitte ich euch zwei um die Hilfe beim Schutz der Ranger-Feinde. Ja, nun die Ranger fangen schützen, während Siva und Volara dort Action haben beim Altru-Gebäude, weil dort bei Altru werden die Fäden gezogen. Kein Wunder, dass Soliro in der Schule immer nur Albert mit Lob überhäuft hat. Endlich ergibt alles einen Sinn. Jetzt ergibt alles einen Sinn auf jeden Fall. Offenbar hat die Konmini-Entwicklung schon begonnen, als Albert noch ein Schüler war. Ja, weißt du, bei einer Konsole ist es ja auch so, dass der Nachfolger schon entwickelt wird, während der andere draußen ist, so. Ja. Sowohl Hardbrück als auch Wiesenhaus scheinen so friedlich wie eh und je zu sein. Das ist irgendwie die Ruhe vor dem Sturm. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass jeder bei der GmbH ein Krimineller ist. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele davon nichts wissen. Es klingt, als würde es weitere Zwischenfälle geben, in die wir dem Nachtschatten zuschreiben können. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jeder bei denen böse ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar nicht böse sind, ne? So, die davon nicht wissen, wie Albert halt. Was ist los? Großer Ärger! Die Erdgeschosstüren sind von einer schweren Explosion zerstört worden. Irgend so ein großer, finsterer Kerl ist reingekommen. Ich werde es den anderen erzählen, ja? Es geht hier um Projekt Lumino, Leute. Das ist der Projektname und... Oh, du. Wer bist du? Hast du einen Termin? Habe ich einen Termin? Los, tut, dass ich mich darum kümmere. Was Rezeptionisten seid ihr? Nicht Ranger? Nützt ihr mir? Niemand, sag ich. Achso, sieht man sich. Oh, und wen haben wir hier? Ist das nicht Rot? Du erinnerst dich, ja? Wir haben uns gesehen erst gestern. Ich bin Odo. Von mir stammt Weißmehl. Das falsche, die falsche. Diese Gelbgemme gibst du mir als großes Geschenk. Wir verstecken es sehr, sehr gut sogar. Wo kann es sein? Im Turmhüpfo? Lol. Da war's ein Keck. Anscheinend werden wir auch nochmal gegen das Sinistrio kämpfen müssen. Oh, und diesmal hat er ein Idevoltec. Jetzt aber Zeit für Spaß. Sass. Komischer Typ. Idevoltec. Weiß nicht warum, aber früher habe ich ihn immer Idevoltec genannt. Frag mich nicht warum. Später habe ich genau hingesehen und habe gemerkt, warte mal, das heißt Idevoltec. Ach so. Jedenfalls ist er der nächste Boss. Ja, okay, das haben wir schon zur Genüge gesehen. Naja, wir konnten ihn schon mal gut schwächen, würde ich sagen. Naja, wenn es dabei bleibt, ja, easy, Alter. Das sollte eine Herausforderung sein. Ja, was hätte ich wollte gar nicht überladen? Ja, überladen 3 nur. What? Warum? Naja, Level up.
Das Level war das, ich glaube Level 30. Auf jeden Fall müssen wir auch noch Schikoling gehen und einen neuen Partner holen. Ich glaube, Cognodon ist dran. Vielleicht bin ich zu leichtsinnig. Was ist das? Was war das? Das kam von oben. Es läuft doch Plan, unser Plan. Reingelegt, ich hab euch wie und getäuscht dazu. Nach oben gehen, zu spät für euch. So, Operation beschütze das Ranger HQ. Ich wollte nicht auf den ZR-Knopf gehen. Denkt dieser Odo ernsthaft, der wäre schlau. Ist aber nicht, das ist ein Schwächling. Ihr bekommt Albert nicht. Och, Glazio. Alter, machen wir jetzt den Boss-Rush, oder? Glazio, ich gehe niemals zu Altru zurück. Professor Albert, waren wir nicht bei Kollegen, die Seite an Seite gearbeitet haben? Ich habe von Ihnen gelernt, Software zu bedienen. Habe ich nicht auch meine Süßigkeiten mit Ihnen geteilt? Sie haben mich betrogen und gesagt, es wäre für Frieden und zum Wohle der Gesellschaft. Es war genau andersrum. Wurde angelogen, wieder und wieder. Ich werde nie wieder dorthin zurückkehren. Ehrlich, ich weiß nicht über Frieden unter Pokémon, doch kümmert er mich. Ich weiß aber, dass die Menschen bald leichter leben können als im Moment. Verstehen Sie nicht, dass wir eine sehr friedensorientierte Organisation sind? Oh, das kaufen wir euch nicht ab. Ihr springt hier ein Loch in die Wand und behauptet trotzdem friedlich zu sein. Das verbiegt die Wahrheit bis über die Bruchstelle hinaus. Für den Schaden werden wir euch zahlen lassen. Der Erfolg hält sich in Grenzen, was? Ach komm, jetzt kommt die auch noch. Das komplette Trio. Wenn etwas wie ein Gentleman handhaben will, dauert das eben Zeit, meine Liebe. Dann lass das mit dem Gentleman und tu es auf schmutzige, beachtenswerte Weise. Ich zeig dir mal, was ich meine. Wer ist das? Ach so, Melodia. Albert, hilf mir! Melodia! Wo gehst du mit dir hin? Hallo, mein lieber Pilzkopf. Wir brauchen den Architekten der unglaublichen Maschine für ein paar abschließende Feineinstellungen. Du möchtest sicher mit uns kommen, oder? Du hast keine große Wahl, Süßer. Du siehst doch, was passiert. Ich muss es dir nicht buchstabieren, oder? Wenn du unbedingt willst, kann ich es dir natürlich demonstrieren. Kleiner Kniff hier. Aua, das tut weh! Oh, das ist feige, du Hexe. Hexe? Hast du mich gerade Hexe genannt? Du unflätiger kleiner Bengel. Das wird dir noch leid tun. Okay, jetzt reicht es mir. Jetzt bin ich richtig sauer. Albert, entscheide dich. Bleibst du oder kommst du mit? Beim nächsten Mal gibt es mehr als einen kleinen Kniff für deine kostbare Schwester. Schon gut, ich komme mit. Albert. Sie tun mir gut, ja, meinetwegen weh. Damit wäre das ja geklärt. Wir sind hier fertig. Ciao, ciao, ihr Babys. Hat er die gerade ein Herz da runtergeworfen oder was? Was zum. Wozu war ich eigentlich hier? Lavana kommt einfach rein und stiehlt mir die Show. Naja, jetzt musst du trotzdem kämpfen, Bro. Hat er gerade gedabbt? Boah, Knackrack, dich habe ich gesucht. Was könnte ich jetzt noch machen? Einfach heimgehen und es setzen. Ich glaube, ich amüsiere mich hier lieber. Das letzte Mal hat er was nochmal? Das ist mit dem Frostete, das doch, stopp schon. Den Kampf mochte ich damals nicht. Knackrack. Wollen wir sehen, ob das so leicht wird wie Elevoltec? Ich denke es nicht, das ist nämlich das. Psyloligi. Dieser Generation. Ach komm. Sonic Speed, Alter. Du willst mich doch verarschen! Renn da nicht so viel rum!
Komm, ich fang dich jetzt so, Alter. Ich muss dich gleich aus dem Screen verschwinden, ne? So habe ich das nicht gemeint. Naja. Der Kampf ist eigentlich schon relativ langweilig, wenn ich das so sagen darf. Na, wie oft willst du noch da einen Dash-Attack machen? Das war aber tatsächlich der erste Treffer, den er mir gemacht hat. So. Ja, einmal treffen lassen, schon Belasto, aber geschafft. Der Truppmann 5. Anscheinend geht Operation Lumino ein bisschen nach hinten los. Gar nicht mal so schäbig. Ich sehe schon, warum du ein Top-Ranger bist. Freue mich schon auf das Rückspiel, wenn wir uns morgen auf der Feier treffen. Bis dahin meine Empfehlung. Alter, Professor Hastings, ich gebe mir diese Clowns vorknöpfen. Nein, das verbiete ich euch aufs Schärfste. Ihnen blind hinterher zu rennen, spielt ihnen genau in die Hände. Wir haben immer noch Zeit bis Mitternacht und damit bis zu Arthurs Geburtstag. Zeit, unsere Operation zu überdenken. Oh, noch mehr Ärger. Jetzt treibt sich ein unheimlicher Typ im zweiten Stock herum. Ach komm. Und lass uns auf in den zweiten Stock. So langsam wird es schon langweilig, ne? Wie viele von denen wollen jetzt noch kommen? Kommt jetzt der letzte vom Sinistrio? Oder ein Random? Oder gar Tolero? Devotio? Für den grandiosen Plan unseres Bosses ist die Ranger Falken ein Ärgernis. Ich bin hier, um diesen Schandfleck wegzuputzen. So, das war der Typ. Wer ist dieser Kerl? Und was will er hier? Bist du ein Clown oder sowas? Der Zutritt in diesem Stockwerk ist nur für Mitglieder der Vereinigung gestattet. Warum tut ihr den dann Strauß werfen? Was hat das hier zu bedeuten? Was das zu bedeuten hat? Ich verlange eine Antwort, wäre noch hübscher gewesen. Rotulen, was gegen diesen Kerl? Ah, Ranger. Ich habe mir ein paar Freunde mitgebracht. Boah, Bidiza, krass. Das ist nur 8, waren es vorhin 12? Das wolltest du wohl gern, ne? Fast vollgehalten, dank deiner Pizza. Der macht ein Stück. Ich gebe trotzdem 121 GP gerade mal. Herr Debruzio, wir haben das Ziel des Überfalls auf die Vereinigung bereits erreicht. Wir sollten uns zurückziehen. Das hätte ich gar nicht mitbekommen. Schätze, dann wird das wohl für heute reichen müssen. Lol. Geht ja mal ab, du. Ja. Versucht sie gar nicht erst zu verfolgen. Wir müssen unsere Operation überdenken. Ja, das hat der gute Professor Austin schon gesagt.
Die Priorität von Operation Lumino wird neu festgelegt. Vor allem müssen wir Albert und Melodia gerettet retten. Nebenbei, Rot und Bodo, obwohl ihr überrascht wurdet, habt ihr das Ranger HQ beschützt. Mission geschafft, damit... keine Ahnung, vielleicht Ranger Rang 9 zur Belohnung. Und dazu gibt es noch eine Beförderung, ja. Nebenbei, ich habe gerade eine Mücke da, die ich gerade getötet habe, werde die rausmachen. Normalerweise durch die Aufnahme nicht beim Fenster öffnen. Weil da war gerade kein Krach draußen. Und dazu gibt es noch eine Beförderung. Ranger Rang plus 1. Ohne das Konfetti. Ranger Rang 9. Roter Rest Ranger Rang 9. Kannst du bis zu 7 Pokémon-Freunde bei dir haben. Oh, ich bin um Alberts Sicherheit besorgt. Weißt du, so Hastings? Siva meldet sich. Wir haben auf der Spitze des Turms eine starke Barriere errichtet. Schlimmer noch, diese Barriere besteht aus 3 Schichten. Es ist unmöglich, dem Schattenkristall vom Himmel aus nahe zu kommen. Oh, das ist schrecklich. Ich hatte nicht erwartet, dass alles einfach und nach Plan verlaufen würde. Oh, wir müssen das aus genau diesem Grund nicht in den Blaupausen vermerkt haben. Wie könnte man die Barriere ausschalten? Mir will nichts Vernünftiges einfallen. Pokémon vielleicht. Professor Hastings, Sie haben doch sicher nicht vergessen, dass es noch 2 Top Ranger im HQ sind. Nein, nein, natürlich nicht, aber auch wenn Sie Top Ranger sind, fehlt Ihnen einfach die Erfahrung. Werfen Sie zum Beweis einfach einen Blick auf Ihren Gesichtsausdruck. Achso, das hat die Gerda gesagt. Oh, Sie funkeln mich mit Entschlossenheit in den Augen an. Seit wann seht ihr beide denn so souverän und selbstbewusst aus? Schön, jetzt verstehe ich. Ja, also, ich muss blind gewesen sein. Ihr werdet nicht mehr wie Neulinge behandelt, versprochen. Bote und Rot, ich erteile euch auch eine Mission, wie sie eines Top Rangers würdig ist. Ja, ich meine, ich bin ein Top Ranger, ne? Nun denn, hört gut zu. Erstens, ihr infiltriert den Alfrotum und rettet Alberto Melodia. Zweitens, ihr findet die Gelbgimme und bringt sie zurück. Drittens, Bodo nimmt sich ein Staraptor und fliegt die Gelbgimme zur Turmspitze. Schließe dich dort Ziva und Fulara an, Bodo. Rot, du bleibst allein im Turm zurück. Ne, du musst mal wieder die Drecksarbeit machen. Hier übertrage ich die Schlüsselrolle bei der Operation, Lumino. Du wirst dir einen Weg zur Spitze des Turms bahnen und dabei die 3 Schichten der Barriere ausschalten. Hast du das geschafft, leitest du die 3 fliegenden Ranger zum Schattenkristall. Es sollte klar sein, dass sich dir unterwegs zahlreiche Gegner entgegenstellen werden. Und warum wird meine Stimme immer weniger wie die von Professor Hastings? Ich habe keine Ahnung, aber dies wird eine gefährliche, herausfordernde und letztlich sehr lohnende Mission. Seht ihr, meine Lippen bleiben beben schon, während ich diese Anweisung gebe und meine Stimme hat sich komplett verändert. Simon Wodara in der Luft. Dazu unsere entschlossenen Techniker und Wissenschaftler, die auf ihren Schlaf verzichten, um das Tagebuch zu entziffern. Moritz mit seiner Nichtstuerei und alle Beteiligten haben Pflichten, Verantwortung und tragen entscheidend zum Gelingen bei. Jeder unterstützt jeden, wir alle brauchen einander. Wenn das keiner vergisst, muss Operation Lumino einfach gelingen. Also dann Leute, Operation Lumino Teil 2 auf ein neues! Beruhigen Sie sich! Die hören sich überhaupt nicht mehr wie ein alter Mann an, die hören sich jetzt richtig energisch und jung an, Professor. Rolltreppe ist blockiert, es ist unmöglich, da oben zu gelangen. Also ich würde sagen, wir lassen... Als ob wir von hier nicht raus können, aber die schon. Wenn die Paktonbrüche machen wir doch schon nichts aus. Also ich würde sagen, das ist das Finale, oder? Da fangen wir uns wieder aufgeladen. Bitte sei vorsichtig. Aber ich sehe man den Riss jetzt dort auch oben. Oder ist einfach weiter oben. Kann auch sein. Wäre schon lame, wenn die das nicht modelliert haben, ne? Also halt diesen Pixelart gemacht haben, dass da wirklich die Glocke ist, wo die rausgesprungen sind. Ich werde mir Plinfa als Partner nehmen, tatsächlich, weil ich sehr auf Plinfa vertraue. Wir müssen auf jeden Fall diese 3 Schichten
dafür sorgen, dass die weggehen. Ich habe keine Ahnung, woher die wissen, dass es drei Schichten sind. Aber ja, wir müssen halt alles tun, um diese drei Schichten wegzumachen. Alter, wie lange wird da jetzt noch ein Motorrad rumfahren? Ganz ehrlich, ich hätte Bock, mal ein anderes Partner-Pokémon außer Plinfa zu nehmen, ne? Puh, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwen, auf den ich Bock habe. Naruto Sneeble, oder? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was Undicht macht, aber... Komm, nehmen wir Naruto Sneeble. Ne, irgendwie habe ich die Partner-Pokémon, deren Fähigkeit nie benutzt, obwohl die echt nützlich sind im Kampf, ne? Ne, Bodo, das ist die Partnerfahne, hier sind alle meine Partner. Ich sage noch einmal Hallo zu Mama und zu meiner Schwester. Schlimme Dinge ereignen sich. Ich mache mir Sorgen um dich, Oni-chan. Willkommen daheim. Rotzi, schreibe über deine Erfolge in der Zeitung. Das ist natürlich wunderbar, aber sei bitte trotzdem weiterhin vorsichtig. Natürlich vorsichtig, das ist mein zweiter Vorname. Steht auf meinem Pass. Ja. Der Raptor. Komm her. Komm, put. Ne? Jetzt nochmal nach Havelbrück zu fliegen oder Surrender fangen, wäre Schwachsinn, also zu laufen, ne? Obwohl, Ranger fangen noch mehr, weil Havelbrück halt näher ist am Altropark. Wir haben, denke ich, ein interessantes Pokémon-Team dabei. Weil wir können direkt zum Altropark hinfliegen. Ne, Smogmog ist noch dabei. Ist Skantig auch noch dabei? Ja, sieht wie ein düsterer Atom aus auf jeden Fall. Das Skantig ist auch noch da. Hey, ihr in den Ganzkörpertrikots. Öffnet die Türen. Sie sind ein kranker Witz. Die Firma kann uns doch nicht einfach ohne Vorwarnung rauswerfen. Pöttelt uns nicht, als ob wir ersetzbar wären. Wir verlangen eine Erklärung, warum wir entlassen wurden. Oh shit. Was willst du? Katz rüttet für dich, es sei denn, du hast eine Berechtigung. Ich höre schon den Arsch treten. Ranger mit einer Zugangsberechtigung? Soll ich mal lachen? Alter, also, ich will hier in den Arsch treten, ist das nicht genug? Ja, mega. Ich warte, bis das verschwunden ist, wie immer. Anscheinend habe ich dafür keine Zeit. Geil. So, gefangen. Ah, ihr lästigen Ranger. Ich habe doch gesagt, dass ich in den Arsch stehen. Ne? Die Angestellten tun mir leid, weil die ja nichts wissen von diesen ganzen Plänen. Ne? Das sind der Altro GmbH. Oh, die sorgen jetzt dafür, dass ich nicht mehr raus kann. Okay. Das sollte reichen. Das sollte gesetzgetreue Angestellte und nervende Ranger draußen halten. Hi. Wir sind schon drin. Fuck! Was macht der hier? Was machen die hier? Muss los, Bruder. Die Barrikaden versperren den Weg. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und was jetzt? Was sollen wir tun? Naja, wir können nicht mehr raus. Sie auch nicht. Wir können auch nicht mehr rein. Wir wussten noch, dass ihr kommen würdet, Ranger. Denken die ernsthaft, die werden uns aufhalten können?
Würdet ihr mir bitte erklären, wie ein Ranger so weit in das Gebäude dringt? Junge, das ist der erste Stock. Das ist der erste, das ist nicht mal der erste Stock, das ist Erdgeschoss. Das ist der Eingang. Ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ach je, wie aufdringlich und primitiv. Jagt sie davon, Schergen. Euer episches Abenteuer hat hier sein Ende erreicht, Ranger. Wenn die mir jetzt mit 4 Chrominis kommen. Skandek und Smogmog, okay. Gefangen. Ja, ich soll das Nibels Fähigkeit tatsächlich einsetzen, wenn ich Sweaty habe, weil ich meine, die gehen schnell. Die sind schnell aufgeladen. Ich setze die Stärke im Kampf zu selten ein. Ne? Ihr werdet den Präsident Strahlemann nicht aufhalten. Ich werde es nicht zulassen. Ihr werdet Operation Lumino nicht aufhalten können. Das werde ich nicht zulassen. Okay, Tengulist und Blanas. Oh, komm, die springen. Ne, wir haben Pflanzenabwehr 2 sogar, ne? Und Alter, wie schnell könnt ihr den Schaden da? Ist fast so, als hätte ich denen keinen Schaden gemacht schon. Hier Kreisum. So. Das sind diese Substanzen. Wie der eine wieder bei Null ist. Aber ohne Scheiß, Sneebels Fähigkeit ist auch fucking nützlich. So, wenn man sie richtig verwendet. Sogar ohne Scheiß, ein Gegner ist deutlich leichter zu besiegen als 3. Ne? Ja, das Tengulist war jetzt allein deutlich weniger eine Herausforderung als mit den 2 Blanas. Wir schneiden 3, Tickel 2, okay. Das wollte ich nicht. Ja, ich denke, wir werden noch das ein oder andere Level-Up hier bekommen. Wenn die mir jetzt so viel EP schenken. Oh ja, ihr seid gut, ihr beide. Aber mich mit eurem Fang zu besiegen, wird euch nicht weiterbringen. Schergen ergreift sie. Oh, ihr habt keinerlei Ehrengefühl. Ziel! Beseitigt! Rot, Bodo, seid ihr in Ordnung? Ja, unsere Freunde! Luana, Froderich und Urs. Wir mit Six Ranger haben Befehl erhalten, eure Operation Lumino zu unterstützen. Du lasst uns solche nervigen kleinen Störenfriede wie die hier. Ihr zwei müsst nicht weiter nach oben gehen. Sehr selbstverständlich. Und ihr schafft das. Ich hoffe, dass die auch noch Top Ranger werden. Für die Aktion, für die Ehrenaktion. Und Junge, schaut euch auch das Foto von diesem Nubilus an, Alter. Wir können jetzt endlich in diesen Aufzug. Da konnten wir ja vorher nicht hin. Wir konnten ins Erdgeschoss, ne? Aber weiter nicht. Dieser Fahrstuhl, er hat überhaupt keine Knöpfe mehr zahlen. Wie bedient man das Ding? Willkommen, bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Nach Eingabe Ihres Passworts werden Sie zu Ihrer Arbeitsebene befördert. Passwort wie?
Oh je, da fällt mir etwas ein. Albert hatte Zugang zu diesem Gebäude, also musste er ein Passwort haben. Suchen wir das mal mit Worten, die für Albert wichtig sein könnten. Schatz, Melodia. Ich werde mich in Alberts Gedankenwelt versetzen. Oh, was ist mit Conmini? Nee. Oh, versuchen wir es mit Tolero? Denke ich auch nicht. Wirklich ist alles. Ich suche Passwort. Hey, wie wäre es mit Melodia? Ja, das wär's doch. Passwort korrekt. Willkommen, Professor Albert. Wir werden auf Ebene 9 anhalten. Das war einfach obvious. Fahrstuhl steigt. Ja. Dieser Albert, er vergöttert Melodia ja richtig. Er scheint ja ein netter Typ zu sein, wenn er sich so um seine Schwester kümmert. Was, der Fahrstuhl hat angehalten. Der Strom ist weg. Seid ihr da drin in Ordnung? Ich schwöre, ich werde euch da rausholen, einen Moment. Ah, ich hab gelogen. Weiter als hier werdet ihr nicht kommen. Hier, friss mein Pokémon oder so. Hier, lecker, Zwergklub. Yummy. Zwei sogar. Zwei von diesen nervigen Quailgeistern. Ja, nicht drauf, was der Zahnbelag, dieses Zwirrklub. Also 666 sieht man normalerweise anfangs. Nein, bitte haut mich nicht, bitte tut mir nichts. Oh, wie, ich weiß was, Ranger. Ich habe hier eine Strickleiter, ihr könnt sie verwenden, wenn ihr wollt. Danke. Kommen wir dann der 10. Ebene raus oder so? Altru-Gebäude. Ich denke, das ist so eine Art finaler Dungeon so. So ein Magneton brauche ich bisher nicht. Ich glaube, wir können da hochklettern. Puh, keine Ahnung, können wir das? Können wir auf der Leiter hochklettern? Schreibt das jetzt in die Kommentare und ihr kriegt nichts. Ich warte immer noch. Und Leute, kann man da hochklettern? Ja, ich hoffe, ihr habt es wirklich in die Kommentare geschrieben. Während ich sogar wirklich hochgeklettert bin. Mann, die ganze Warterei auf euch hat mich so fertig gemacht. Wie Odo schon erzählt hat, macht ihr als bedrohliche Erscheinung nicht viel her. Doch ich glaube, mit euch beiden werde ich noch allein fertig. Verdammt, ist gut. Der hat mir einen Knackhack hingelegt. Was machst du? Drei Knacksel. Komm, zwei sind leichter. Ich krieg ja fast schon einen Armkrampf, aber egal. Von den KP her sieht's noch gut aus. Ja, das will ich sehen. Der wird 36 schon. Ob wir noch bis Level 40 kommen? Das wäre auch ein Traum. Oh, du hast mir Blödsinn erzählt. Ihr seid geradezu unglaublich stark. Ja, das ist mal bei diesen Waschlappen wie der. Die uns einfache Gegner vorwerfen, ne? Und so ist Magnezone, der in Edepoltik, also der hat nicht so einen starken Pokémon. Wie von wo kommen die jetzt?
Ah, ich wusste es. Du musstest es einfach sein. Wage nicht zu behaupten, dass du dich nicht daran erinnerst, wie in die purpurrote Einheit. Damals standen wir auf derselben Stufe mit den anderen Schergen. Aber jetzt sind wir Admins sozusagen. Unsere Magie mit dem Make-up hat uns diese Beförderung eingebracht. So wie du uns damals im Brudelvulkan beschämt hast, so werden wir jetzt dich beschämen. Ihr seht für mich aus wie stinknormale Admins. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Zwei Gengar. Das kann wirklich so ein Problem werden, weil ich noch in Erinnerung habe, dass die sich teleportieren können. Ja. Aber man sieht zum Glück schon im Voraus, wo die rauskommen werden. Alter, wie das Ding grinst. Easy peasy, Alter. Kein KP, doch ein Shop-KP verloren, glaube ich. Siegkraft 3 hat Gengar nur? Alter, warum enttäuscht ihr mich so heute? So was Blödes auch. Mein Make-up ist schon wieder ruiniert. Du vergisst das hier besser nicht. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen werden. Ja, wer weiß, vielleicht tut ihr euch ja wieder eine da zum Guten wenden, der jetzt Angellehrer ist, ne? Vielleicht tut ihr euch ja doch noch zum Guten wenden. Und dann sehen wir uns vielleicht auch wieder. So nochmal Psykraft 3. Ne, warte. Keine Ahnung, habt ihr noch nie gefangen. Warum dachte ich gerade, dass er Psykraft 3 hat? Ach ja, stimmt, ich hab auf Zwirkup geklickt, aus Versehen. Hat mich schon gewundert, so, hä, warum heute Psykraft 3? Willkommen, Ranger. Herr Boss Glatzo hat mich beauftragt, euch mit großer Zuvorkommenheit zu empfangen. Wir bieten unseren Gästen verschiedenste Menüs, darunter Gänge A bis C. Aber für Ranger wie euch kommt natürlich nur das exquisite in Frage Gang Z. Das Z in Gang Z, das steht natürlich für zerschmettert. Nein, Yokai Watch Puni Puni ist das der höchste Rang nach Rang SSS, ne? Aber Mamutl. Ja, ein Gegner, den wir noch nicht hatten. Der auch viel EP geben wird. Also, die werben hier mit EP um sich anscheinend. Also, ich erwarte von dem eine Rahmenattacke. So, viele Eisattacken erwarte ich nicht. Jetzt so ein Erdbeben. Das erwarte ich wirklich überhaupt nicht von dem Mammutl, das eigentlich physisch attackiert. Ja, was soll ich sagen? Easy peasy. Ich habe jetzt tatsächlich überhaupt nicht mit der Eisattacke gerechnet. Und es ist auch Boden, ne? Er nutzt aber auch spezielle Eisattacken auf einem Mammutl. Ne, wenn, dann nutzt man zusammen wie Icicle Crash. Wie hieß die Attacke auf Deutsch? Keine Ahnung. Eisabfackel, genau. Mich deutet mein Menü war nicht recht nach eurem Geschmack. Ich bin nicht traurig, euch gehen zu lassen. Gehen zu sehen, lebt wohl. Ja, lebt wohl, alter Freund. Bro, alter Freund, das ist das erste Mal, dass wir den Typen sehen. Nein, den Fakum, der muss definitiv nicht aufgehalten werden. Also, es gab eine Zeit, so, wo das halt echt schlimm war, aber jetzt ist eigentlich voll klar. Oh, was ein Schrotthaufen. Hier drin riecht ganz schön fies. Nanu, hat jemand eine gefälschte Ranger-Uniform weggeworfen? Sie sieht ziemlich gut an dir aus. Fake Ranger-Uniform, lustig. Ganz ehrlich, ich würde mich doch jetzt zeigen, allein schon, weil hier noch ein Magneton ist. Ganz ehrlich, warum setze ich, ja, nutze ich diese Heil, diese Speichereinheiten? Wenn ich sowieso. Wenn ich sowieso Safe Sets nutze, ne? Naja. Ich will halt wirklich das Spiel so nachspielen, als würde ich es wirklich auf einem originalen DS spielen, Leute. Deswegen. Ich weiß, niemand hat sich das gefragt, aber ich sag's trotzdem.
Hier ist Crowbit, also X-Bat. Hey, ich bekomme Meldung, dass Ranger in das Gebäude eingedrungen sind. Ist die Gelbgame sicher? Die Gelbgame ist im Lagerraum hier hinten. Sicher verstaut. Das Tor lässt sich nicht so einfach öffnen, keine Sorge. Stimmt, unsere Konvini-Einheiten sind der Schlüssel zum Tor. Solange die Ranger nicht jeden von uns finden und besiegen, bleibt es verschlossen. Da stimme ich zu, sogar Ranger können nicht jeden einzelnen von uns ausschalten, doch. Gut, hat jeder seine Rolle verstanden? Wenn hier irgendwelche Rangers sehen, greifen wir sie uns und fesseln sie ordentlich. Dann bringen wir sie zu Glacio und reichen unseren Bericht ein. Und holen uns eine Beförderung ab. Okay. Okay, damit wüssten wir jetzt also, wo die Gelbgemme steckt. Das Tor sollte sich öffnen, wenn wir die Konmini-Einheiten zerstören. Und wir schon hier sind. Lass uns als erstes die Gelbgemme holen. Ja, ich denke, das hat gerade Priorität. X-Bad holen wir uns mal. Kann das Gift verschwinden? So, X-Bad gefallen. Wir können ja jetzt 7 Pokémon bei uns haben, plus unser Partner. Was echt geil ist. Zerschneiden 3. Hier ist die Gelbgemme. Okay, hier gibt es Gengar. Hier scheint die Erste zu sein. Ja, ihr seid mir genau in die Falle gefallen. Ja, ihr kommt als meine Gefangenen mit. Herr Schallmann wird beeindruckt sein. Nee, ich werde den ersten Schlüssel zerstören. Wie Gelbgemme. Kannst du vor allem nur 4 Konminis. Okay. Vanessa und Traumagil. Ich hasse sich teleportierende Pokémon. Die fucken mich übelst ab. Jetzt können wir uns aber zum Glück voll und ganz auf dich konzentrieren. Das muss jetzt aber nicht sein, ne? Ja, was soll ich sagen? 1000 weitere EP, lecker. Shit. Das ist ja seltsam. Eine der Schildplatten hat sich entriegelt. Wann ist das denn passiert? Vielleicht eine Fehlfunktion? Das denke ich nicht. Das könnte Ärger für das Tor bedeuten. Oder Ärger für euch. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Hier kommen wir nicht durch. Der Durchgang ist nun blockiert. Wir analysieren, was Odo uns gebracht hat. Das befindet sich im Labor. Im Grunde wurde noch keine aussagefähige Analyse darüber vorgenommen. Wir wurden nur angewiesen, es sicher unter schwerer Beobachtung zu bewahren. Entschuldige, aber wie kennen wir uns? Danke, dass du mir das alles sagst und danach diese Frage stellst. Gefangen. Ja, also Leute, wir werden jetzt ein paar Bänden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.